Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode Random Squads. Ja, lang ist es her, dass es diese Serie hier auf dem Kanal mal gab und natürlich ist jemand wieder dabei, der hier mit mir diese Random Squads bauen wird, und zwar der Tobi. Hallöchen. Ja, aufgrund von Aufnahmeproblemen zwischen uns beiden, irgendwie ja schlechter Kommunikation irgendwie, kam es nicht zustande, dass die nächste Episode rauskommt. Jetzt ist sie allerdings da und wenn es euch gefällt, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Schaut bei Tobi vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, wäre beides sehr, sehr gern gesehen. Ist eine großartige Unterstützung. Genauso, wenn ihr mal selber solche Teams bauen wollt und einen Kumpel habt, aber sagt, okay, ich habe nicht die Münzen dafür, schaut bei Randrian vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Auch darüber könnt ihr mich unterstützen und auch Tobi freut sich natürlich, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Das ist ja ganz klar, denn wir sind ja hier Brüder im Geiste. Eine kleine Geschichte noch zum Anfang. Wir haben gerade schon angefangen, das Ganze hier aufzunehmen. Allerdings habe ich vergessen, mein Video aufzunehmen. Da hatten wir einen Ashley Williams bei Tobi, einen Klose bei Tobi und einen Isco bei Tobi. Alle drei Inform. Bei mir Inform, immerhin in Inform Colo Touré. Aber wir haben halt jetzt aufgehört, das Ganze zu bauen, beziehungsweise fangen auch von vorne an. Was schade ist, aber ich wollte nur, dass ihr es wisst, weil ich wollte unbedingt nochmal erwähnen, dass ich Colo hatte und Tobi auch schon drei Informs. Also eventuell könnt ihr heute was richtig Gutes hier erwarten. Und ja, wir haben uns bei die 3-5-2-Formation ausgewählt. Ich weiß, ich lasse Tobi überhaupt noch nicht zu Wort kommen, aber der darf jetzt anfangen mit seinem ersten Spieler. Aber ganz kurz vorher noch. Für alle, die das System hiervon noch nicht kennen, wir werden 150 Sofortkaufpreis als einziges Kriterium einstellen. Dazu mal die Position und dann suchen wir die Spieler und auf der zweiten Seite einen der ersten drei müssen wir auswählen. Das machen wir abwechselnd. Und egal, ob das Team mir hat oder nicht, im Endeffekt spielen wir mit den beiden Teams gegeneinander. So, jetzt darfst du anfangen. Okay, ich nehme jetzt einfach den ZOM direkt. Alles klar. 3-2-1. Wunderbar. Es klappt doch schon mal viel besser. Ja. Oh, hättest du mal den upgegradeten Talisca bekommen. Der sieht so stark aus. Der hat 90 Schusskraft, 86 Longshots. Aber so nehme ich Götze. Auch nicht mal geupgradet. Ganz schön traurig. Ja, was soll ich? Kagawa ist auch nicht geupgradet. De Bruyne ist Segment. Bei mir ist Talisca, Malos und Götze. Ja, aber Talisca ist nicht der Upgradete, Götze ist nicht der Upgradete, Kagawa ist nicht der Upgradete, merkst du? Ja, klar, okay, ja, gut. Die wollen mir halt nichts Gutes geben. Also, Götze, ist okay. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, suche ich meinen ersten Spieler und... Es wird der Innenverteidiger. Es wird der Sechser. Scheiße. Ja. Gut, bist bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Und Seite 2. Oh, okay. Imbula. Und ich krieg nicht mal den geupgradeten Imbula. Ist das asozial? Okay, Imbula. Das lief letztes Mal besser am Anfang. Ja, da hatte ich Xabi Alonso. Dann nehme ich jetzt mal den Innenverteidiger, wenn du ihn nicht nehmen möchtest. Und ja. Go. Oh, ja. Seite 2. Okay. Naldo, aber nicht geupgradet. Ja. Will halt nicht, ne? Naldo, okay. Sicher, dass du nicht Bessler nimmst? Nicht Naldo. Aber der ist schnell. Aber mir reicht Naldo. Oh Mann, oh! Okay. Wir suchen meinen nächsten Spieler und es wird der linke Mittelfeldspieler. Jo. Ich mache hier keine halben Sachen, genauso wie letztes Mal. 3, 2, 1, go. Ich suche immer noch Stannis. Oh. Hast du auch Nasri, Bolasi und... Eriksen, ja. Nasri hattest du letztes Mal. Bolasi ist geil. Habe ich gestern ein Review zu hochgeladen. Bolasi nehme ich auch. Ja. Leider noch keine Forster-Skills oder Five-Star-Skills, aber wir nehmen Bolasi. Okay, du bist dran. Nehme ich einen Stürmer. Einen Stürmer? Oh, er will gleich Stürmer. Wieder. Er geht gleich wieder richtig los. Hat er letztes Mal auch gemacht. Okay, und los. Go. Seite 2. Bitte irgendwas Schlechtes. Oh, Inform Barrios. Das ist natürlich interessant an sich, ne? Ja. Alle nicht so meine Stürmer. Okay, mit Higuain, ne? Na, Higuain ist nice eigentlich. Ja. Jovinko, ne? Ist halt schnell, ne? Ja. Und hat Forster-Skills. Ja, das stimmt. Und das Ganze 1,64 groß. Ne. Okay, ich nehme Higuain. Das war klar, das ist auch die sinnvolle Variante. Okay, alles klar. Was nehme ich denn mal? Ich nehme einen ersten Innenverteidiger. Okay. Natürlich ist meine Hoffnung bei Emre Can, gar keine Frage. Du bist bereit? Jo. 3, 2, 1, go. Aber es sieht nicht so nah aus. Aber, ich kriege Inform Williams. Aber Colo Touré war auf jeden Fall schon mal in Reichweite. Der hatte wieder Bock. Der hatte wieder richtig Bock. Der war gleich zweimal da. Naja. Okay, dann nehme ich jetzt meinen ersten ZDM. Deinen ersten ZDM, okay. Und go. Alles klar. Ja. Okay. Er hat immerhin noch Glück, dass er nicht... Hoop? Nee, was? Doch, Hoop, Caldwell und Benaccio bekommen hat, sondern Mavuba.
Ich hätte mich ja halt geärgert, dass ich nicht Pinto bekommen habe. Aber egal. So, was nehme ich denn als nächstes Mal? Ich nehme meinen Torwart. Okay. 3, 2, 1 und Start. Und Seite 2. Oh, bitte. Ah, De Gea. Okay. Der beste Keeper im Spiel, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall einer der besseren. Dann nehme ich jetzt mein rechtes Mittelfeld. Dein rechtes Mittelfeld. Okay. Und go. Seite 2. Oha. Einen defensiven, einen schnellen und einen. Na was? Ich nehme Walcott. Einfach mal pacen. Pacen ist gut. Wichse. Und er hat auch noch eine Attributkarte, ey, fick die ins Aber Knie. ich nehme jetzt nicht den Walcott mit Attributkarte, weil ich gebe Ach keine so, ach 100k für so. den aus. Warum nicht? Lappen. Egal, ich nehme meinen Stürmer, Nummer 1. Okay, oh, jetzt rastet er aus. Jetzt hat er Bock. Ja, 3, 2, 1, go. Pachinadors und. Welle in. Nein! Oh, das wäre so lustig. Aber der hat keine Forster-Skills und Eto'o hat Forster-Skills. Ah. Oh Mann, ey, das ist voll unfair. Ich nehme Eto'o. Weil jetzt ist mir auch zu teuer für das Dribbling. Ja, das stimmt. Es wäre aber episch gewesen. Es Weiß wäre auch, auf episch FIFA gewesen. 12 und FIFA 13 Zeiten, ne? Ey, Junge, hör auf, das war nicht mehr feierlich. So, dann nehme ich meinen nächsten Innenverteidiger. Okay. 3, 2, 1, go. Jo, Seite 2 und. Oh. Oh, Gott sei Dank kannst du dir den nicht leisten, Alter. Ja. Ich nehme Godin. Ja, okay, dachte ich mir fast schon. Obwohl, Ja, Miranda leider. würde Chemie kriegen. Okay, aber auf die Chemie kommt es nicht bei dem. Ist scheißegal. Ich nehme Godin. Ja. Ich mag Godin mehr als Miranda. Okay, ich hätte Per Nilsson genommen, hätte ich die Möglichkeit gehabt. Okay, wen nimmst du? Mein nächsten Sechser. Okay. 3, 2, 1, go. Seite 2. Ah, Ah, De Rossi. Ah, ja, warte. der Rossi ist. Warte, ich muss mal kurz an meine Chemie denken. De Rossi, Roma. Was habe ich in links nochmal? Bolasie. Ja, gut, dann nehme ich Rossi. Du bist dran. Okay, was brauche ich denn noch? Puh, ich nehme mein Torwart. Torwart, okay. Und los. Oh. Ja, Concili ist doch ich schön. nehme auch Conceal. Aber weißt du, auch mein Haar in der Reha vorbei, ne? Aber nö. Wettklo war aber besser. Das Gesicht von Vetklo ist so Absturz, ey. So 60. das Meth-Kind, ey. Hättest natürlich auch Corona nehmen können, ne? Ja, aber Corona-Inform ist dämlich. So, Naja. jetzt habe ich es gesagt. So, okay, ich gehe im rechten Mittelfeldspieler. Okay. Und bist du bereit? Ja. Go. Oh. Oh Gott, ist das eklig. Nico, Nico, Nico. Na, okay, ja. Nico, Nico, Nico Lichtsteiner. Nico Lichtsteiner. Ja, okay, ist das defensiv. Fuck. Und Chemie. Ja, das stimmt auch. Was brauche ich noch? Ich brauche, glaube ich, noch mal ein linkes Mittelfeld. Ja. Okay, und los. Also weiß ich nicht, aber kann sein. Ja, Draxte. ja. Schöne Info meinte ich letzte Episode. Nee, diese Episode, oder? Ja, wäre diese Ja, Episode. diese Episode. Ah. Okay, du darfst aussuchen. Nimm Gaetan, der ist am besten. Der hat 86 Dribbling, der ist so gut. Der Inform ist schon so gut, dann wird der. Er hat ihn direkt gekauft. Nein, bei der Kommunikation mit FIFA Ultimate Team ist ein Serverproblem Ist ein aufgetreten. Server wurde aufgetreten, okay. Ich nehme als nächstes meinen Innenverteidiger. Ja, warte. Okay. Oh, ja, okay. Wir versuchen zum Innenverteidiger. Okay, go. Okay, 3, 2, 1, go. Ja. Vergini, wer Vergini, wer Vergini, ich baue ein Premier League Team, Hammer. Okay. So, your turn. Was brauchen wir denn noch? Ein Stürmer auf jeden Fall noch. Nehmen wir den doch gleich mal. Let's go. Na, Da war schon kurz oh. der Inform, da war schon kurz der Inform-Chick. Ah, schon Also wieder. ich würde ja Georgievich nehmen. Der hat Medium-High-Arbeitsraten, das ist Hammer. Es sind wieder die nicht upgegradeten Spieler, ne? Ja. So ein Witz. Na, Ja, Costa ist OP as fuck. das stimmt wohl. Na toll. Ich nehme als nächstes meinen. Habe ich schon meinen zweiten Sechser? Nee, ne? Doch, ich glaube, du hast schon zwei Sechser. Ich habe De Rossi und. Ich weiß es nicht. Ja, okay, nimm. Imbula, 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 Ja, siehst Imbula, du. Imbula. Ha!
Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Zehner. Gut. 3, 2, 1, go. Komm, Boah. Serie A. Boah. De Bruyne James, soll gut sein, habe ich James, gehört. James, James, Meinst James, du? James, Meinst James, du? James, ja, James. Meinst du? Ja. Okay. Brauche ich denn jetzt noch? Oh, ich glaube, ich brauche noch einen Innenverteidiger und einen ZDM. Kommt das hin? Ja, Bestimmt. ich gehe auf ZDM. Okay. Warte, 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 okay. 3, 2, 1, go. Ja, okay, der Rossi. Ja, oder Agra und, oder, ey, ganz ehrlich, du kannst, weil ich die Rossi hab, die Rossi überspringen und Glushakov nehmen. Die Ja, Ehre. okay, dann muss aber Ron die Folge sehen. Okay, ja, werden wir für sorgen. Dann Glushakov vor dabei. Dennis Glushakov, schalalalala. Dennis Glushakov, schalalalala. Okay. So, Was brauchst du denn dann, jetzt noch? ich brauche noch einen Stürmer und einen Innenverteidiger. Okay. Ich nehme als erstes den Ja, Innenverteidiger. genau. Ja, okay. Ja, mach. 3, 2, 1, go. Oh. Ja. Ja, Alex, ne? Wahrscheinlich, oder? Aber Gut. warum wieder nicht Kolo? Kolo war wieder kurz in. Ach, Mann. Also ich kann jetzt Kolo kriegen. Ich brauche auch noch mal Innenverteidiger. Okay. 3, 2, 1 und warte, 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 go. Ich grill dich. Na! Wen Okay. hast denn du bei dir? Alex, Vergini und Hummels. Ja, ich auch. Okay, dann nehme ich Hummels. Hummels. Und Der jetzt. hat Hummels im Hintern. Schlechter Wortwitz. Noch. Geht's, Sasse? Okay, dann komme ich jetzt mit meinem Stürmer. Und der wird. Auf Seite 2 sein. Naja. Ey, Kapier ist nice, aber Sau spielt in der Serie A, also Ja, das ist gar okay. keine Frage. Herrlichkeit. Okay. Gut. Dann sind wir fertig. Ich würde sagen, ich stelle mein Team leider mal vor, wenn ich es gebaut habe, und dann sehen wir uns wieder im Matchscreen, beziehungsweise wenn ich es vorstelle und dann im Matchscreen. Bis gleich. So, Leute, mein Team ist vervollständigt und es sieht folgendermaßen aus: 56 Chemie, De Gea, dann haben wir Williams und Vergini in der Verteidigung, dann haben wir David Luiz da, ja, quasi noch neben, dann De Rossi, Imbula und Bolasie im Mittelfeld zusammen mit Lichtsteiner, zentral offensiv haben wir James Rodriguez und dann im Sturm natürlich unsere alte Legende Samuel Eto'o und ja, Marco Sau, die alte Pace-Hure. Das heißt, ihr werdet gleich Tobis Team sehen und dann sehen wir uns gleich. So, Freundschaftsspielsaison. So. Tobantula Gaming. Der Gute. So, Spielsitzung wird erstellt. Ich habe dich eingeladen. Ich befinde mich auf dem Weg in die Lobby. Wenn jetzt ganz viel Glück haben, klappt es einfach nicht. Nein, zugefügt bist du. Und ich komme. Olle! So, Tobi, stell mal dein Team vor. Also, im Tor habe ich, glaube ich, Konsigli, dann Godin, Naldo und Hummels in der Innenverteidigung. Auf der 6 habe ich Glushakov und Mavuba. Links Gaetan, rechts Walcott, 10 als Götze und im Sturm habe ich Higuain und Costa. Zwei ziemliche gute Stürmer eigentlich. Ja, das stimmt. Und einen schnellen Walkott. Aber Dann mal leider los. kein gutes Dribbling. Das ist egal. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh, Oh, shit. Bolasie an die Oh. Latte, Bolasie, irgendwer, Lichtsteiner, James, Oh Gott, Scheiße. Alter. Wow. Nein! Samuel Oh. Eto'o, jawoll, so muss es aussehen. Schöner Angriff, Alter, wie der hochgestiegen ist, hätte ich gar nicht von ihm erwartet eigentlich. Unverteidigbar. Ein Bitte? solches Kopfballtor, Ja, das ich der so Pass noch war nie geil. am Tag. Guckte Und das dann. Ja, der Pass war Tor. nicht schlecht. Unfassbare Selber mal Technik. einmal kurz loben. Das Ich habe spiele ich nämlich in Torhüter letzter Zeit erlebt, normalerweise machen nicht. vielleicht zwei, drei Ich habe David Basketballer. Luiz drin, weißt du? Das ergibt natürlich Sinn. Und Santiago Vergini, der glaube ich auch Hochmittel hat. Lichtsteiner. Oh, schön, mit Einsatz! Oh, Marco. Don't do that. Dieser im Ansatz gut. Na! Godin. Und auch an seinem Geburtstag spielt Oh. er heute. Imbula, der alte. Oh! Und nun Oh! Eto'o. Die Oh! Flanke Nein, verblindet. Wow. nein, nein, ich wollte nicht fassen, nein! Was für ein Auge. Genialer Pass.
Oh shit, ja okay, eigentlich, das Oh wäre eigentlich ein Mann. verdientes Tor gewesen, aber es ist Nee. einfach so freundlich. Weißt du, und im Gegenzug Ja. jetzt. Ja, wahrscheinlich. Weil ich nicht sweaten will. Ja. Toll, danke. Vergini oder Williams oder. Oh Gott. Oh Gott sei Dank, Alter. Es hat mir jetzt sogar das erste Mal richtig leid getan, dass ich gegen dich ein Tor geschlossen hätte. Oh. Nee. Götze? Ja. Oh! Was? Oh, was macht der Oh, Real? Oh Gott. ach du Scheiße! Alter, das hast du schon gesehen. Ich habe viel zu viel Platz gelassen. Und gerade bei dir darf man keinen Platz lassen, wenn du irgendwie die Gut Möglichkeit hast zu blockiert vom schießen. Und Verteidiger. ja, das ist natürlich jetzt ganz grandios verteidigt. Oh, fuck Oh it. Mann, Alter, jetzt schwimme ich aber hier auch. Steht immer einer dazu. Ja. Oh Gott. Wie er den aber auch hält, er stand mit dem Rücken zu dir. Komm, Naido. Da sollte er hin. Nein! Oh, Alter, ey, du hast auch die Riesenchancen, ne? Alter Schwede. Das liegt daran, dass meine Defensive so scheiße offen ist mit Vergini und mit Luis. Aluminium-Part hier, Alter. Oh, Können die Sie ist die Flanke nice. verwerten? Oh, komm schon! Komm schon! Jawohl! Alter, der gute Flanken, Junge. Ich wollte ihn eigentlich auf Sauflanken, weil er hinten angelaufen kam, aber so geht's natürlich auch. Vor allem aus dem Stand, die sah aber richtig schick aus, die Flanke. Ein schöner Also Kopfball mehr, ja, und da. Außenriss. Alter, ey, du hast Raum. eine Sprungkraft, du. Hat Leerbruch auch gerade erst entdeckt. Wie macht der zwei Kopfbälle? Wunderschön zu sehen. Alle Spieler sind auf dem Platz. Ach komm Es schon, kann jetzt hier. losgehen. Direkter Auf in Longshot. die zweite Wow! Halbzeit. Wow! Hat schon im Ansatz Das das wäre das Tor krasseste Tor aller Zeiten gewesen. Das war auch Jetzt eher ein ist er Seitfalls hier als kurz alles vor das Tor. andere. Rainbow Seitfalls hier Longshot. What? Oh. Oh. Tor aus, das muss Eckball gehen. Typischer David Luiz. Kann man mal so versuchen. Diese Chance, Der war nicht so hammer. besser nutzen müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so dumm bei den Volleys nach den Ecken, denn die treffen da nie. Da sollte der Ball nicht hin. Okay, der Kreier hat Lust. Ja, hochgenommen, du. Boah, hat gesteckt. Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner Ah, kommt das ist alles überhaupt nicht frei. ran. Ja, okay, da ist Und jetzt alles schon frei. einer. Boah. Oh. Hauptsache, er duckt sich. Hätte er da den Volley gemacht, den ich ihm gesagt habe, ne? Der beste Abwurf aller Zeiten. Und da geht's wieder los, die Maschinerie. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, nein! Er kann es nur mit dem Kopf heute. So, Costa. Vielleicht jetzt endlich mal. Was? Wow! Wow! Hammer! Er arbeitet. Ja, so kann man das nennen. Nein, Gluschakov ist verletzt. Das können wir doch nicht machen. Und das geht sich einfach durch. Es geht sich einfach durch. Ja. Nur weil ich muss ja hier den alten 2-Tore-Abstand wiederherstellen, ne? Nur weil Gluschakov verletzt war. Ich wollte mich gerade schon beschweren. Natürlich auch der Mannschaft weh. Da sollte man tatsächlich über einen Torhüterwechsel nachdenken. Eto steht für Tore. Und wie er das Oh. hier wieder macht, der Abschluss vor allem. Überragend. Eckfahren, Ziel schießen. War das ein Schuss? Natürlich. What the Ja. fuck? Egal. Ja, gut, das war's. Ja, ein Sieg für mich in Random Squads, das gibt's ja überhaupt nicht. Mit einem No-Chemistry-Team dank Samuel Eto'o, kann man so sagen. Alle drei Buden auf seinem Konto. Ja, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut bei Random vorbei. Auch dazu ist der Link in der Videobeschreibung. Und ich dachte dann nur noch, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und Tobi. Ciao. Ich hab was zu sagen. Ja, 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 aber nein, okay. Leute, wie du einfach in der zweiten Halbzeit nochmal das Doppelte geschossen hast.